Dieses Thema gerettet und frei. Ich darf heute den ersten Aufschlag machen, um so ein Bild aus dem Tennis zu verwenden. Und nächste Woche freuen wir uns dann auf Carol Ann und Müller, die aus Südafrika hier sind und diesen zweiten Teil machen. Und ich habe wirklich in der Vorbereitung so dieses Bild gehabt, aus dem Tennis so einen Aufschlag zu machen. Und ich werde jetzt nicht versuchen, einen Ass hier zu schmettern, wo keiner rankommt, sondern ich glaube, das Wort Gottes ist so, dass wir darauf reagieren dürfen. Ja? Und da kommt ein Ball auf uns zu und wir dürfen ihn zurückspielen. Und ich glaube, das haben wir heute Morgen auch schon gesehen. Das ist wichtig, das Wort Gottes kommt nie leer zurück. Es trifft uns im besten Fall, es berührt uns, unser Leben, und wir dürfen darauf reagieren. Gerettet und frei, wenn du das hörst, wenn du das siehst hier, dann sagst du vielleicht, ja klaro, bin ich gerettet und frei. Wo ist das Problem? Vielleicht sagst du, naja, gerettet bin ich vielleicht schon, aber bin ich wirklich frei? Überall. In manchen Bereichen schon, in manchen vielleicht nicht. Oder, und es kann auch sein, dass du die Frage stellst, bin ich überhaupt gerettet und was ist es überhaupt? Auch das ist eine ganz wichtige Frage. Was bedeutet es eigentlich, gerettet und frei zu sein oder es zu werden? Und da wollen wir drauf schauen. Ich weiß nicht mehr genau, wer das gesagt hat, aber irgendeine berühmte Persönlichkeit hat mal gesagt, also die nicht an Gott glaubt, für das, dass die Christen erlöst und frei sind, sollten sie ein bisschen mehr danach aussehen. Also schaut mich mal erlöst und frei an, wenn ihr davon überzeugt seid. Ich möchte mit euch gleich eine Bibelstelle aus dem 1. Thessalonicher Brief lesen und freut euch darauf, mit mir vor allem in eine Bibelstelle heute Morgen einzutauchen, weil die ist so reichhaltig, 3 Verse, dass wir da jetzt die Predigt wirklich uns mit der einen Bibelstelle beschäftigen können. Und bevor wir da reingehen, möchte ich euch noch kurz was zum 1. Thessalonicher sagen. 1. Thessalonicher sind zwei Briefe, die Paulus an die Thessalonicher geschrieben hat. Und Thessalonich, das ist das heutige Thessaloniki in Griechenland. Wer war schon mal in Thessaloniki? Sehr gut, also einige waren schon mal dort. Und ich finde das interessant, wir waren vor ganz vielen Jahren, da war die Bea dabei, da habe ich die gerade kennengelernt. Also vor 30 Jahren waren wir beide in Thessaloniki und da haben wir dann eine kurze Zeit verbracht, um in Albanien im Nachbarland einen Einsatz zu machen. Und in Thessaloniki haben wir ein kleines bisschen, da waren wir nur so eine Woche oder zwei und haben uns dann vorbereitet, haben wir so ein bisschen natürlich erstmal griechische Sprache gelernt. Und da haben wir gelernt, und ich hoffe, dass ich es noch richtig ausspreche, dass auf Griechisch, also falls jemand Griechisch kann, dann könnt ihr mich jetzt korrigieren. Also Griechisch ja bedeutet eigentlich nee. Ja? Und nein bedeutet ochi. Das heißt, wir müssen uns umstellen, weil wir ja bei nee irgendwie an unser Nein denken. Jetzt kommt aber noch eine Steigerung. Jetzt sind wir nach Albanien gefahren und da ist es so, dass nein bedeutet jo. Und ja bedeutet po. Und jetzt kommt noch was, jetzt kommt noch eine Körperhaltung dazu. Ja bedeutet po. Und nein bedeutet jo. Wenn du also jemand etwas erzählst, dann macht er die ganze Zeit so, um dich zu bestätigen, dass er dir zuhört. Und wenn einer jo sagt, dann darfst du das nicht als Ablehnung empfinden, sondern genau, also er meint dann auch nein. Okay. Ja und nein sind wichtige Worte in unserem Leben. Egal wie wir sie aussprechen, egal mit welcher Körperhaltung, egal in welcher Kultur. Ja oder nein sagen wir jeden Tag. Und es gibt Ja-Sager, es gibt Nein-Sager, es gibt Jein-Sager. Es ist einfach wichtig, Ja und Nein zu sagen. Das ist für die Bibelstelle wichtig, deswegen mache ich diesen Vorlauf, weil zwei Dinge möchte ich vorausschicken.
das ist, dass wir in dieser Bibelstelle gleich sehen, dieses uneingeschränkte, bedingungslose Ja Gottes für jeden von uns. Amen. Das ist ein Ja, das ist kein Ja aber oder ein Ja, das an Bedingungen geknüpft ist. Gott hat ein sowas von ein Ja für dich, für mich, für uns alle. Und das Zweite ist gerettet und frei. Da wird es wichtig sein, dass wir an den richtigen Stellen, nämlich zu den Wegen Gottes, die er mit uns hat, Ja sagen, aber auch dem, was ich dem entgegensetzen will, dass wir dazu auch Nein sagen können, weil wir mit Gott da auf einer Reise, auf einer gemeinsamen Reise sind. Und ich möchte noch mal ganz kurz beten, dass Gott uns heute Morgen dabei hilft, dass wir zum einen Gewissheit haben, dass er Ja zu uns sagt und dass wir auch eine Klarheit heute Morgen bekommen, so wie das für uns dran ist, wo es Dinge gibt, wo wir Ja oder Nein sagen sollen. Und ich danke dir, Heiliger Geist, jetzt für dieses Ja, das du uns zusprichst heute Morgen, in deiner Güte, in deiner Größe. Und wir wollen uns auch aufmachen und öffnen, auch dafür, wo du uns ansprichst, wo dein Wort uns heute Morgen trifft, wo es Dinge gibt, wo wir mit Ja reagieren und wo wir auch vielleicht sagen, nein, das will ich nicht mehr, davon will ich mich verabschieden, um zu einem ganz klaren Ja von dir zu kommen. Hilf uns dabei, wir danken dir dafür. Amen. Und nun, wie versprochen, diese drei Verse aus dem 1. Thessalonicher 5, 22 bis 24, das ist eigentlich schon sozusagen der Abgesang, das ist schon der Ausklang dieses Briefes, aber diese drei Verse sind so gehaltvoll. Ich lese sie aus der neuen Genfer Übersetzung. Gott selbst, der Gott des Friedens, helfe euch, ein durch und durch geheiligtes Leben zu führen. Er bewahre euer ganzes Wesen, Geist, Seele und Leib, damit, wenn Jesus Christus, unser Herr, wiederkommt, nichts an euch ist, was Tadel verdient. Der euch beruft, ist treu, er wird euch ans Ziel bringen. Und lasst uns jetzt durch diese drei Verse durchnavigieren. Paulus beginnt, und das finde ich ganz wichtig, diese Worte mit der Gott selbst, der Gott des Friedens. Es geht mit Gott los. Lasst das mal auf uns wirken. Erinnert euch an die Bibelstelle am Anfang des Jahres. Wir haben unser Jahresthema ist Hoffnung. Der Gott der Hoffnung erfülle euch. Und wir haben festgestellt, dass Gott die personifizierte Hoffnung ist. Und so ist das mit diesem Frieden auch. Gott ist der Friede. Und da haben wir dieses herrliche Wort Shalom im Hebräischen. Gott ist Shalom. Und im Griechischen steht hier Irene, also wenn du Irene mit Vornamen heißt, dann hast du etwas, ist da etwas von diesem Frieden mit drin in diesem Vornamen. Aber Shalom ist ein herrliches Wort, das ist sehr eingängig und ich möchte euch ein paar Bedeutungen mal in diesem riesigen Bedeutungsspektrum, ein hebräisches Wort hat im Gegensatz zum Deutschen ganz, ganz viele Bedeutungen, die in einem Ausdruck drin sind. Da steckt dieses Wort Frieden drin, natürlich, um das geht es jetzt, der Gott des Friedens, der Gott des Shaloms, Ruhe und Sicherheit. Da steckt Ganzheit und Vollständigkeit drin. Da steckt Wohlbefinden drin, ein Zustand, der keine unerfüllten Wünsche offen lässt. Da sehen wir schon, dass es auch noch etwas ist, wo wir uns danach ausstrecken und wo wir jetzt vielleicht noch nicht erleben. Und erst irgendwann mal soweit sein wird. Eine lebensfördernde Geordnetheit der Welt, fand ich auch einen sehr spannenden Begriff und Beschreibung. Und es ist auch eine Beschreibung für das Reich Gottes und das Wesen von Jesus Christus selbst. Ist das nicht herrlich? Shalom. Und jetzt möchte ich dich mal ermutigen, dich mal zu ein, zwei oder drei Personen rumzudrehen und ihnen ein Shalom zuzusprechen. Also du kannst einfach mal Shalom sagen oder ich wünsche dir wirklich ein Shalom Gottes heute Morgen. Mit deinen Worten, nur das Wort Shalom sollte vorkommen. Und da ist all das drin, was da vorne drauf steht, okay? Genau, und ich spreche euch von hier vorne auch nochmal Shalom zu. Und ich meine genau das alles, was hier vorne steht.
Und wir sehen in der Bedeutung, wie ich es gerade schon gesagt habe, genauso wie das Reich Gottes, das ist ein bisschen kompliziert, ein bisschen komplex, das ist schon angebrochen. Jesus hat gesagt, ich bin da und deswegen ist das Reich Gottes mitten unter euch. Aber es ist noch nicht vollendet. Es wird erst vollendet sein, wenn Jesus wiederkommt. Und so ist es mit dem Shalom auch. Der Shalom Gottes ist schon hier, aber er entwickelt sich auch noch weiter und wächst. Und ich glaube, dieses Sehnen Gottes, das ist ganz wichtig, Gottes Sehnen ist seine Absicht, sein Ziel ist mit uns, dass sein Shalom sich auf dieser Erde ausbreitet. Und dass es sich in uns ausbreitet und wir Träger von diesem Shalom auch werden und diesen Shalom in der Welt wachsen lassen, dass wir da ein Wohlgeruch sind, dass wir selber das Reich Gottes bringen, dass wir selber diese Ganzheit, diese Sicherheit in diese Welt hineinbringen. Da muss ich natürlich zuerst mal bei uns auch landen und Raum in uns bekommen. Das war also Gott selbst, der Gott des Friedens. Schauen wir nochmal auf den ersten Vers, 1. Thessalonicher 5, 22. Gott selbst, der Gott des Friedens, helfe euch, ein durch und durch geheiligtes Leben zu führen. Dieser Satz ist im Griechischen in einer interessanten Zeitform geschrieben, das nennt man den Optativ. Paulus sagt, er möge euch, das ist ein Wunsch, das ist ein Segenswunsch, es möge geschehen. Gott soll das tun, das ist mein Wunsch, ich spreche diesen Wunsch über euch aus, so wie wir das gerade auch gemacht haben. Und wenn Paulus schreibt, er helfe euch, ein geheiligtes Leben zu führen, da kommen wir gleich dazu, was das eigentlich bedeutet, ein geheiligtes Leben zu führen. Und was es vielleicht auch nicht bedeutet, das helfe euch, das drückt etwas aus. Da ist Gott, der Gott des Friedens, der diese Absicht hat, dieses Ziel hat. Aber das sind auch wir in unserer Verantwortung gefragt. Da ist nicht nur was, das Gott macht, sondern er hilft uns in diesem Leben, auf diesem Weg, wo der Shalom Gottes in uns immer größer wird. Also das ist eine Zusammenarbeit, es geht um ein Miteinander. Ich habe gestern Morgen, ich habe es der Bea dann erzählt, ein Jogging im Wald gemacht. Das ist für mich immer ganz gut, wenn ich mich auf eine Predigt vorbereite, dann ist es immer gut, erstmal joggen zu gehen, weil ich da immer auch so am Anfang sage, Jesus, Heiliger Geist, gib mir noch Inspiration für die Predigt und rede da zu mir und das klappt manchmal besser und manchmal weniger gut, aber es ist für mich, und das kennen alle, die Sportler sind, man hat so ein bisschen den Kopf frei und kommt auf andere Gedanken und kann sich eine gewisse Inspiration holen. Und auf meinem Jogging gestern Morgen kam mir so nach einem halben Kilometer schon, und es war eigentlich morgens, gell, war ich überrascht, ein Traktor entgegen auf dem Feldweg und da waren so ein langer Anhänger dran und da saßen so 10 bis 12 Jungs drauf. Und ich dachte, was machen die denn da? Ne? Vielleicht war es ein Kindergeburtstag oder erstmal vielleicht Altpapiersammlung oder was weiß ich. Ja? Auf jeden Fall, die Jungs, die haben mich dann gesehen und ich sie. Und so wie das so ist, wenn einem was entgegenkommt und du läufst einen Rundweg, man trifft sich immer zweimal. Ja? Also das heißt, im Wald, wo es dann zu den Berg hochging, da kam mir dieser Schlepper mit dem Anhänger wieder vorbei. Und da dachte ich, als ich dann auf den zugelaufen bin und der mir so entgegenkam, da dachte ich, ah, das sind ja die wieder. Und die Jungs haben wahrscheinlich gesehen, ah, das ist ja der wieder. Ja? Dieser Jogger da, den wir schon mal gesehen haben. Und dann ist was Interessantes passiert, was mich total gefreut hat. Die Jungs, die dann auf meiner Seite saßen, also wo ich vorbeilaufe, haben ihre Hände ausgestreckt. Und da habe ich diese Hände beim Vorbeilaufen abgeklatscht. Zack, zack, zack. Und ich habe so 2,5 Hände etwa, also so 2 habe ich richtig erwischt und ein noch zur Hälfte und jetzt wird es noch besser. Ich laufe weiter und ich höre die hinten noch schreien, yeah! Und zwar die mich abgeklatscht haben, haben yeah geschrien. Hey, so cool habe ich mich gefühlt. Boah. Das ist doch cool, wenn man abgeklatscht wird und das finden die richtig, oh, richtig gut. Und dann laufe ich weiter. Und ein paar Meter später höre ich, wie der Heilige Geist zu meinem Herzen spricht, es ist gut, wenn ich dich abklatschen kann und wenn du mich abklatschst. Also dieses Miteinander, dieses Einssein, dieses Abklatschen. Ich finde es immer toll, ich bin auch ein Fußballfan und gucke natürlich auch VfB und alles Mögliche an.
wenn einer ausgewechselt wird, ein Spieler, ihr habt das schon mal gesehen, der geht zu seinem Trainer, der klatscht ihn ab. Er geht auf die Bank und dann klatscht er alle ab, die da sitzen, alle Mitspieler, alle Betreuer und Masseure und Balleinfetter und was weiß ich, was es da noch alles gibt. Der klatscht die alle ab, genau. Und ich finde, wenn man sich mal so überlegt, was passiert da, da sagt man, hey, wir sind ein Team, danke für deinen Einsatz, danke für eure Unterstützung, wir sind miteinander unterwegs. Und dieses Abklatschen vom Heiligen Geist habe ich so empfunden, hallo, lass uns gemeinsam laufen, sei mit mir, wenn ich in deinem Leben wirke, klatsch das ab, was ich mit dir tun möchte, was ich entwickeln möchte. Lass dich drauf ein, wenn ich an deinem Herzen arbeite, lass es uns gemeinsam machen. Es ist ein Miteinander, ein Abklatschen, auch wenn das ein bisschen leger klingt. Aber was hat der Heilige Geist mir gestern gesagt? Und ich glaube, es ist ja auch gut, es ist eine gute Erfahrung, die kann jeder bestätigen. Es ist gut, es ist sehr gut, wenn wir auf dem Weg Gottes das Willkommen heißen und abklatschen die Wege Gottes, die er mit uns hat. Es ist auch eine Erziehung. Im Hebräerbrief steht mal Züchtigung drin. Das ist jetzt kein angenehmes Wort für uns im 21. Jahrhundert. Aber vielleicht passt auch einfach liebevolle Erziehung, wo Gott auch mal Schmerzen zulässt, weil es uns weiterbringt und weil es uns den Shalom Gottes in uns wachsen lässt. Nochmal, es geht um ein Miteinander zwischen Gott und uns. Und jetzt kommt die Frage, wir sind immer noch bei diesem Vers. Was ist ein geheiligtes Leben? Und interessant ist, weil wir jetzt unter heilig natürlich alles Mögliche uns vorstellen, heilig bedeutet nicht abgesondert sein, abgesondert leben. Und geheiligt, ein geheiligtes Leben bedeutet ein gottergebenes Leben, ein Leben, das sich Gott ganz zur Verfügung stellt. Das ist ein geheiligtes Leben. In der Heiligungsbewegung, das haben vielleicht die, die sich ein bisschen theologisch auskennen, die Heiligungsbewegung, wo auch der Pietismus rausgewachsen ist zum Beispiel, im 19. Jahrhundert hatte das so einen Höhepunkt und da ging es ganz stark darum, zu Christus umzukehren, das ist heute auch noch wichtig, und dann zu beginnen, sein Leben zu verändern und möglichst sündloser und heiliger und besser zu werden, ja, und ich denke, das war eine gewaltige Zeit, da ist ganz viel passiert. Und ich glaube, diese Heiligungsbewegung in ihrer Zeit war sie okay, aber sie hatte vielleicht ein bisschen eine Schlagseite, dass es auch zu stark auf die menschliche Anstrengung ankam. Ich muss mich anstrengen, jetzt noch sündloser zu sein, dass ich vor diesen Gott treten kann. Ich muss es aus eigener Kraft, aus eigener Anstrengung machen. Und dann kam noch dazu, und das war die zweite Schlagseite, dass die Kirche und die Christen gemeint haben, je mehr wir uns von der Welt fernhalten, desto mehr können wir sündlos bleiben. Also ja, nicht uns die Finger schmutzig machen, Abstand halten zur Welt. Wobei wir ja den Auftrag haben, in der Welt zu leben. Amen. Also das sind so ein paar Schlagseiten, die diese Heiligungsbewegung hatte. Und wir dürfen, steht übrigens auch im Thessalonicher drin, prüfet alles, aber das Gute behaltet. Ja. Das andere Extrem ist nämlich, es gibt auch ein anderes Extrem, also das eine Extrem ist bei der Heiligung, boah, ich muss mich anstrengen, ich muss besser werden als Christ und ich darf das nicht mehr und jenes nicht mehr. Das andere ist, ich kann ganz gechillt leben, kein Druck, Gott ist gnädig. Das wird alles gut, er macht es mit mir. Weiß nicht so richtig. Gehören wir auch dazu, oder? Gehören unsere Entscheidungen dazu? Gehört auch Gehorsam dazu von unserer Seite? Gott macht es nicht alleine. Nochmal, es geht um ein Miteinander. Heiligung ist ein gemeinsamer Weg, Gott und uns. Und er macht es auf eine wunderbare Art und Weise. Und jetzt schauen wir nochmal, und jetzt kommt nochmal was, was in diesem einen Vers drin steht, was eigentlich das Durch und Durch bedeutet. Und da möchte ich nochmal euch in der Elberfelder Übersetzung die eigentlichen zwei Worte zeigen, die hier stehen. Wir lesen hier, er heilige euch völlig und vollständig möge euer Geist, Seele und Leib untadelig bewahrt werden. Was ist denn, an alle Deutschlehrer und Deutschfans, der Unterschied zwischen völlig und vollständig? Mal kurz nachdenken.
Ihr glaubt es nicht, du gibst es ins Internet ein und du kriegst eine super Antwort. Du kriegst auf alles irgendwie eine Antwort. Ich habe sogar so einen YouTube-Clip entdeckt und da wurde das erklärt mehrere Minuten lang, was der Unterschied zwischen völlig und vollständig ist. Ich glaube, ihr seid interessiert, ne? Also völlig, das ist ja auch so der Wortgebrauch, gell? Ich bin völlig durch den Wind zum Beispiel. Völlig. Also dieses durch und durch, das ist das Durchnässtsein bis auf die Haut. Das geht tief. Das geht mit Haut und Haaren. Das geht so in die Tiefe rein. Ja? Jetzt wirst du sagen, ja, vollständig ist doch das Gleiche. Ja, auf der einen Seite ja, auf der anderen Seite hat vollständig auch, wenn du ein Lehrer bist, also ich bin hier in der FES, deswegen kann ich gute Lehrerbeispiele machen, wenn du einen Ausflug machst mit deiner Schulklasse und du sagst, ich habe 17 Kinder dabei und dann überquerst du eine Straße und was weiß ich und ist unübersichtlich, dann zählst du deine Kinder. Und wenn du auf 17 kommst, dann ist die Klasse vollständig. Es wäre komisch, wenn wir völlig sagen würden. Die sind vollständig. Das heißt, in vollständig steckt eigentlich drin, das sind alle Bestandteile enthalten. Das ist ganz heidlich, können wir auch sagen. Ja? Und das ist doch interessant, dass Paulus jetzt eigentlich sagt, Geist, Seele und Leib, damit meine ich vollständig. Ja? Also alles, unser Leib, unsere Seele, unser Geist, die sind alle in diesem Heiligungsprozess drin. Und dieser Prozess geht völlig in die Tiefe. Zwiebelschalenprinzip, kennt ihr das? Wenn man eine Zwiebel schält und Gott macht es liebevoll mit uns, dass er Schale für Schale sozusagen entschalt, wie nennt man das? Und es nicht alles auf einmal gleich macht, wenn er uns rettet, heilt und befreit. So, das haben wir, den Unterschied zwischen völlig und vollständig. Jetzt habe ich euch mal einen interessanten Satz mitgebracht. Mal gespannt, wie ihr den findet, zu dem Thema Geist, Seele und Leib. Ich bin Geist, habe eine Seele und lebe in einem Körper. Das ist einfach mal ein Angebot. Ja, da gibt es jetzt ganz verschiedene Ansätze. Ja, Geist, Seele und Leib, das ist uns vertraut, so diese drei, die Trichotomie, wie man das auch nennt, in der Theologie. Und das ist, aber macht es auch komplex. Ja? Also wir sind Geist und wir haben durch das, dass wir irgendwann mal zu Gott Ja gesagt haben, wenn wir es gemacht haben, ist sozusagen unser Geist gerettet worden. Wir haben einen Zugang, eine Beziehung zu Gott bekommen und möglich gemacht worden. Das ist der Geist und die Seele, das ist das, wo vorher die Carmen erzählt hat. Ein Psychologe ist ein Seelologe. Ja? Das ist jemand, der dieses Innenleben, diese Gedankengänge, ja, also wie ticken wir als Menschen, da gehören Verstand dazu, da gehören Gefühle dazu, da gehören die Fähigkeit dazu, Entscheidungen zu treffen. Und der Leib und der Körper, das ist das, was wir, wo wir uns gegenseitig abklatschen können und der auch Krankheit und Tod verfallen ist. Und das ist schon kompliziert, wenn das alles so zusammen betrachtet wird. Das Einfachere, habe ich gerade schon gesagt, ist vielleicht der Geist. Da ist es tatsächlich so, die Bibel lehrt uns, wenn wir, Römer 10, Vers 9, wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist, mit deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden. Und diese Rettung, diese Wiedergeburt, das ist die Erneuerung unseres Geistes. Wir bekommen einen neuen Geist. Und das andere, das ist prozesshaft. Ja? Unsere Seele, wir sind unterwegs im Leben, das habe ich gerade beschrieben, mit Gott in Partnerschaft, dass dieses Shalom Gottes in uns wächst. Das ist ein Weg, auf dem wir unterwegs sind. Und es ist eine Wiederherstellung, die seine Zeit braucht. Und es gibt jetzt noch einen Unterschied, jetzt mache ich noch das Fass des Wortes Wiederherstellung auf, wie wir Wiederherstellung verstehen und wie Gott Wiederherstellung versteht. Ich möchte euch ein Beispiel machen. Ich hatte in meiner Sturm- und Drangzeit vor über 20 Jahren, Bea weiß das noch, da war ich noch nicht 40, weil Bea hat mal gesagt, bei mir hat es besonders zugetroffen, mit 40 wird der Schwabe gescheit.
Und ich war manchmal ein bisschen unvernünftig, wo ich noch jünger als 40 war. Frag Bea, das ist wirklich so. Ich bin damals mit Begeisterung, habe Inline-Skater bekommen und habe gemeint, ich kann das relativ schnell. Ja? Und dann bin ich auch gleich so einen Berg runtergefahren, bevor ich überhaupt richtig bremsen konnte. Ach so, wie macht man das eigentlich? Ja? Wie bremst man? Und mich hat sowas von zerlegt bei einer schnellen Bergabfahrt. Meine Füße waren auf einmal in der Luft und ich fiel so aus irgendwie so einer Höhe hier auf den Oberschenkelhals. Und dann hat es richtig gecrashed. Mein erster Bruch, ich glaube, ich hatte noch nie was gebrochen. Auf jeden Fall, ich war 3-4 Wochen im Krankenhaus und es war wirklich einer, so dynamische Hüftschraube und so weiter und so fort. Also die Ärzte haben gesagt, wie wenn ich so vom Motorrad runtergeschleudert worden wäre und durch die Luft geflogen wäre. So hätte ich ausgesehen. Und es waren wirklich so, ich war 5 Monate, hat diese Wiederherstellung, mal in Anführungszeichen, gebraucht. 5 Monate. Ich wusste gar nicht mehr, wie das was es ist, dass man ohne Krücken läuft. Ja? Also man gewöhnt sich das dann über die Zeit auch an, wenn man so eine lange Zeit auch Krücken braucht. Ich habe im Nichtschwimmerbecken, im Freibad im Sommer so die ersten Schritte ohne Krücken gemacht, ja? Im Wasser. Und erst nach 5 Monaten konnte ich die Krücken wieder weglassen. Und es ist so eine Sehnsucht, die du in so einer Phase hast, oh, wenn ich wieder laufen kann. Ja? Also diese Sehnsucht nach einer Wiederherstellung. Und das ist so dieser menschliche Gedanke, eine Wiederherstellung ist eigentlich schon ein Stück weit, dass es wieder so ist wie vorher. Ja? Wenn wir krank sind, wir wünschen uns wieder gesund zu sein. Es ist menschlich, wir wünschen uns Wiederherstellung, es soll wieder sein wie vorher. Und das ist nicht falsch, jetzt aus Gottes Sicht, aber bei Gott kommt nochmal was dazu. Erinnert ihr euch, was ein geheiligtes Leben bedeutet? Wiederherstellung aus Gottes Sicht bedeutet immer, dass Gott den ursprünglichen Zustand wiederherstellen möchte. Er möchte uns in dieses Bild verwandeln, wie Jesus ist. Er möchte uns in, Gott sieht uns immer in diesem Shalom. Er sieht uns immer in diesem, dass sein Shalom völlig in uns drin ist. Das heißt, Gott stellt uns immer wieder her. Ich mache euch ein Beispiel. Zachäus hat eine Begegnung mit Jesus gehabt. Und Jesus ging in sein Haus und Zachäus hat gesagt, Herr Jesus, alles was ich Leuten zu viel Geld abgenommen habe, gebe ich ihnen zurück. Das ist Wiederherstellung. Und jetzt sagt er, aber jetzt weißt du, was ich noch mache. Ich gebe es 4-fach. Und das ist Reich Gottes. Das ist dieses göttliche Shalom, was in Zachäus gewachsen ist. Das ist diese göttliche Perspektive. Ich stelle nicht nur wieder her, sondern ich lebe einen großzügigen Lebensstil, weil dieses Shalom in mir lebt. Und es ist auch wunderbar, in einer Bibelstelle möchte ich gar nicht zu tief reingehen, Jesaja 61, 1 bis 4. Das ist die Bibelstelle, wo Jesus später aufgreift, der Geist des Herrn ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat, er hat mich gesandt, den Elenden gute Botschaft zu bringen. Die zerbrochenen Herzen zu verbinden, das ist das gerettet und frei, auch dieses Amt und dieser Auftrag, den Jesus hatte, zu verkündigen den Gefangenen die Freiheit, den Gebundenen, dass sie frei und ledig sein sollen, zu verkündigen ein gnädiges Jahr des Herrn, zu trösten alle Trauernden, zu schaffen den Trauernden zu Zion. Und jetzt kommt die Wiederherstellung, dass ihnen Schmuck statt Asche, Freudenöl statt Trauer, schöne Kleider, dass statt eines betrübten Geistes gegeben werden, dass sie genannt werden, Bäume der Gerechtigkeit, Pflanzung des Herrn. Das ist wieder dieses Bild Gottes, Menschen, die Bäume der Gerechtigkeit, die voll von diesem Shalom Gottes sind. Gott möchte uns immer in dieses Bild hinein verwandeln. Und Wiederherstellung wirkt Gott, und das hat auch Carmen schon sehr gut angesprochen heute Morgen, wenn wir uns jetzt nochmal vor Augen führen, dass wir aus Geist, Seele und Leib bestehen, dann wirkt Gott Wiederherstellung auch genau über diese 3 Elemente. Da ist Gott manchmal viel ganzheitlicher, als wir das sind. Wenn wir also meinen, und da hast du auch ein Beispiel gemacht, und ich sage es erstmal, das Gebet ist immer das Wichtigste, aber wenn wir meinen, dass wir alles über Gebet und Glauben wiederherstellen können, wenn wir nur genügend glauben, wenn wir nur genügend gebetet haben, dann haben wir nur diesen einen Bereich beleuchtet. Und ich glaube, dass auch zum Beispiel gerade die
Arbeitsstelle, wo die Carmen arbeitet, ja, die ich auch kenne, aufgrund meiner Geschichte, die Ignis, hat einen Slogan, der heißt Kompetenz und Gottvertrauen. Und ich finde das so super, dass wir nicht Wissenschaft und nicht Medizin und Glaube gegeneinander ausspielen müssen, sondern dass Gott, weil er uns aus Leib, Seele und Geist geschaffen hat und uns auch die Begabung gegeben hat, zu heilen und Medizin zu studieren, dass er auch ganzheitlich dadurch wirkt. Amen. Das ist gut, dass wir das nicht gegeneinander ausspielen. Da ist Gott manchmal ganzheitlicher, oder was heißt manchmal, immer ganzheitlicher als unser Denken das ist. Ja. Und es ist auch so, dass wir manchmal denken, und das hast du auch gebracht, dieses Beispiel, wenn jetzt eine Heilung nicht passiert, ist dann vielleicht nicht genügend geglaubt worden. Ich erinnere euch nur an diese eine Geschichte, wo Jesus gefragt wurde, wo dieser Junge sozusagen krank war, wer hat denn hier gesündigt? Warum ist das jetzt geschehen? Und Jesus sagt, niemand hat gesündigt. Wir haben manchmal falsche Schlussfolgerungen. Es ist nicht immer so nach unserem logischen Denken, sondern Gott wirkt auf seine Weise und er wirkt an unserem Körper. Und da wünschen wir uns natürlich manchmal noch mehr auch Heilung zu erleben. Manchmal erleben wir aber auch keine Heilung, weil diese Heilung endgültig erst kommt, wenn wir nicht mehr auf der Erde leben. Ja. Also Geist, Seele und Leib, das sind diese drei Bereiche, die Gott im Blick hat. Und deswegen ist es auch so wichtig, wenn wir an Wiederherstellung denken, an gerettet und frei sein, dass wir lernen müssen zu unterscheiden, wo greift der Teufel mich an? Wo ist es ein geistlicher Angriff? Hallo an alle, die das sehr oft sagen, vielleicht ist es gar kein geistlicher Angriff. Vielleicht hast du damit selber was zu tun. Vielleicht ist es eine falsche Entscheidung, die du selbst getroffen hast. Ja? Wir vergeistlichen oft Dinge und müssen lernen zu unterscheiden, um was geht es. Vielleicht ist es auch eine Prägung, die ich aus der Vergangenheit habe, eine falsche Prägung. Und ich mache dafür den Teufel verantwortlich für Probleme, die damit nichts zu tun haben. Und damit will ich nur sagen, wir brauchen hier diesen Blick, diesen ganzheitlichen Blick von Geist, Seele und Leib, was liegt hier eigentlich vor, was gerettet und befreit werden muss und auf welche Art und Weise kann das geschehen. Gebet ist immer gut, wir dürfen immer beten, aber wenn wir beten, wenn wir auch als Gebetsteam beten, dann wollen wir immer auch beten, Herr, gib uns Unterscheidungsvermögen, was ist jetzt auch richtig zu beten? Wo können wir beten, wo können wir segnen und wo können wir vielleicht auch hinterher sagen, ich glaube, ich gebe dir noch mal einen Rat mit. Hol dir jemand, such dir Rat, such dir Hilfe, geh zum Arzt. Das gehört immer zusammen. Das sollen wir nie gegeneinander ausspielen. Und noch einmal zum Abschluss, und ihr dürft jetzt auch gerne kommen als Lobpreisteam, möchte ich diese Bibelstelle noch mal lesen aus dem 1. Thessalonicher 5, wo ich versucht habe, euch mit reinzunehmen. Gott selbst, der Gott des Friedens, helfe euch, ein durch und durch geheiligtes Leben zu führen. Er bewahre euer ganzes Wesen, Geist, Seele und Leib, damit, wenn Jesus Christus, unser Herr, wiederkommt, nichts an euch ist, was Tadel verdient. Der, der euch beruft, ist treu, er wird euch ans Ziel bringen. Und genau dieser letzte Vers, da ist so viel Hoffnung drin, da ist so viel Zusage drin, so viel Ermutigung drin. Der Gott des Friedens, der uns gerettet hat, der uns bereits in das Bild von Jesus verwandelt hat in unserem Geist. Er wird mit uns unterwegs sein. Er wird von seiner Seite aus alles tun, dass dieses Shalom Gottes in uns wächst und er lädt uns ein, mit ihm zusammenarbeiten, dass wir dort hinkommen und immer mehr in diesen Shalom Gottes hineinwachsen. Und ich möchte uns jetzt einladen, dass wir einfach ein paar Momente still sind und zu Gott gehen, und ihm das bringen, was wir gehört haben. Und Jesus, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir für diese drei Verse aus dem 1. Thessalonicher, in denen so viel drinsteckt. Danke, dass du ein Gott des Shaloms bist. Danke, Jesus, dass aller Shalom in dir ist und dass du dich sehnst danach, dass wir in dieses Shalom kommen und dass wir da in ein Alignment kommen, dass wir
dich auf dem Weg abklatschen immer wieder, uns eins machen mit dir. Und ich danke dir, Heiliger Geist, dass du jetzt kommst und in unser Herz hineinsprichst, wo es heute Morgen dran ist, Ja zu sagen. Vielleicht Ja zu sagen das erste Mal zu deinem Angebot. Lass mich dich füllen mit meinem Shalom. Lass mich in dein Leben kommen. Dass Shalom werden kann in deinem Leben. Dass wir Ja sagen. Oder dass du Ja sagen kannst zu dem Weg Gottes, den du erkennst, der vielleicht nicht einfach gerade ist. Aber dass du sagst, Herr, wenn es mir dient, dann will ich mit dir kooperieren. Dann will ich mich nicht wehren. Aber vielleicht ist es auch heute Morgen dran, zu bestimmten Dingen Nein zu sagen. Wenn du spürst, der Heilige Geist, erinnere dich an Dinge, die dich von ihm wegbringen, die dich von Gott wegbringen, die dich von diesem Shalom wegbringen wollen. Dann ist es vielleicht dran, Nein zu sagen, eine Entscheidung zu treffen und Nein zu sagen. Danke, Heiliger Geist, dass du uns führst, dass du jeden führst. Und gib einfach, dass es uns heute leicht fällt, dich abzuklatschen in deinem Wirken. Danke dafür. Danke dafür. Wir wollen einfach jetzt noch diesen Raum geben, dass du auch an deinem Platz beten kannst, vielleicht Gott danken kannst, vielleicht noch so einen inneren Prozess auch durchgehst. Und parallel wird unser Gebetsteam hinten stehen im Raum. Und wenn ihr sagt, es ist gut, zu einer Person zu gehen und da einfach auch zu sagen, ich glaube, es ist gut, zu dem Ja zu sagen oder zu dem Nein zu sagen oder eine Hilfestellung zu erfahren, dass ihr gerne auch Gebet empfangen könnt und das Gebetsteam euch gerne hilft. Und ich segne uns jetzt auch mit dieser Gabe der Unterscheidung, die wir so dringend brauchen, dass wir nicht vorschnell denken, wo kommt es jetzt her und wo ist das Problem, sondern Heiliger Geist, führ uns du in deine Wahrheit hinein, in deine Weite hinein. Wo sind Dinge geistlich? Wo sind sie? Ja, wo haben sie mit unserer Seele zu tun? Und wo dürfen wir einfach auch sagen, Herr, wir haben Schmerzen und die müssen jetzt nicht irgendwie bedingt sein. Sie können irgendwo herkommen, aber sie müssen es gar nicht. Lass uns wirklich entspannt sein und von dir das empfangen, was du mit uns tun möchtest. Und wir danken dir, Herr, dass du ein Gott bist, der rettet, der frei macht, der heilt und der das Überbitten und Verstehen gibt. Immer mit diesem Shalom, das uns Frieden schenkt, das uns an einen sicheren Ort führt. Danke, Vater.